betreiben Sie diese Sportart? Ich habe mit meinem vierten Lebensjahr angefangen, Handball zu spielen und jetzt durchgehend jetzt bis zum heute. Schon 20 Jahre. Das ist sehr zeitig. Wisst ihr dadurch, dass man mit 4 Jahren schon Handball spielen kann? Eigentlich dürfte ich erst mit 6 spielen, aber ich habe mich ausgehalten und habe mich da durchgesetzt und damit kam ich mit 4 ran. Wie verständigen Sie sich mit Ihren Mannschaftskameraden während des Spiels? Ja, eine Mischung aus Teamspielen, Gehörlosen, Schwierigen und später Kaufte. Hauptfaktor war die Kommunikation mit der Gebärdensprache. Ja. Weil im Spiel müssen ja alle ablegen, das ist Fortschritt. Ja. Wenn einer da aufdeckt und zum Spiel kommt, ist sofort mannschaftlich qualifiziert, ist halt Verlierer vom Ball. Ich bin nicht wichtig, dass der Trainer oder Betreuer immer wie heute geguckt, haben wir alle ab, ob wir uns dann auf die Platte kommen. Die Hürde sind dann ab. Keine Zahl, gar nicht. Das ist absolut gleichberechtigt sein. Hatten Sie schon viele Erfolge in dieser Sportart? Boah. Also eine ganze Menge. Spielen Sie auch gegen, ich sag jetzt mal, höhere Mannschaften? Also ich spiele auch in höheren Vereinen, und aber gleichzeitig sozusagen auch in gehörlosen Vereinen. Ja. Haben Sie schon einmal eine andere Sportart getrieben? Weil ich betreibe auch nebenbei noch hier nicht. Meine Familie spielt auch Tennis und ich spiele auch ein bisschen den Ball. Und gibt es manchmal besondere Situationen im Leben, die Ihnen durch Ihre Behinderung schwerfallen oder schwerer als normalen Menschen? Ja, also es gibt einige Hörbehinderte, die haben größere Verständlichkeit und Sprachprobleme als andere. Und bei denen ist es wiederum so, die haben einfach ein bisschen schwerer als ich zum Beispiel, weil ich war ja in der höheren Schule. Ich habe unter höheren Freunden gelebt, habe eine höhere Familie und auch diese ganzen Hintergründe sind auch entscheidend, auch im Beruf nehmen und im weiteren Leben, wie sich dann halt die Kommunikation halt eben auswirkt. Und sage ich mal, bei mir ist es so, dass ich eigentlich keine großen Probleme habe. Also ich komme damit recht gut klar. Und wie gefällt es Ihnen bis jetzt in Taipei? Einmalig klasse. Also für mich ist das hier meine 5. Teilnahme beim Deaflympics. Und hier, also, ich muss schon sagen, Hut ab von Helfer und Organisatoren. Also, sie machen das wirklich hervorragend hier. Also, wirklich einmalig hier. Welche Sehenswürdigkeiten haben Sie gesehen? Ja, also, wir waren jetzt in einem neuen Stadion im Vogelnest. Und ansonsten sind wir noch gar nicht dazu gekommen, weil wir uns erstmal auf das Sportliche konzentrieren. Und wenn wir das Sportliche abgeschnitten haben, haben wir noch ungefähr eine Woche Zeit und da wollen wir dann auch die anderen Sehenswürdigkeiten auch anschauen. Wir haben ja auch nach dem letzten Spiel noch 4 Tage Zeit, nochmal hier anzugucken. Im Moment ist es mal wichtig, nach dem Spiel zu erholen, auf das nächste Spiel vorzubereiten. Wir können wohl nicht so viel Kraft verbrauchen und dann wollen wir uns auch regenerieren. Danke, wir drücken die Daumen, wir sitzen.